Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, heute gab es ein großartiges Update für das Web-CMS der TU Dresden, und zwar mit der Möglichkeit, Audio-Files ab sofort in die offiziellen Präsenzen einbetten zu können. Das ist ein sehr großer Schritt in Richtung barrierefreie Kommunikation und vielleicht noch ein größerer Schritt in Richtung digitale Hochschullehre. Denn das, was jetzt möglich ist, ist, dass Sie Ihre Präsentationen, Vorträge, zentrale Vorlesungen, Einführungsvideos zum Beispiel und Einführungsvorträge für die Erstsemester-Einführungen oder den Unitag direkt in das Web-CMS der TU Dresden integrieren können. Und zwar ohne ein Video produziert zu haben, mit zum Beispiel den Audiospuren und Audiofiles, die wir verwendet haben oder die wir, was ich Ihnen bisher zeigte, die Sie mit Audacity schneiden können. Und das ist natürlich eine sehr niederschwellige Möglichkeit, um entsprechende Inhalte medial in einer aktuellen und zeitgemäßen Form zu präsentieren und vor allen Dingen öffentlich zugänglich zu machen, ohne dass jemand über ein ZIH-Login verfügen muss oder über die Kompetenz mit Opal umgehen zu müssen. Und so können Sie spezifische ausgewählte Inhalte direkt auf Ihren Webseiten präsentieren. Und ich würde Ihnen ganz gern zeigen, wie Sie das in welchen Schritten durchführen können, sodass Sie hier mit dem Ergebnis sehr zufrieden sind, hoffentlich. Ich möchte beginnen mit einer Präsentation, und zwar derjenigen Präsentation, die ich verwendet habe für das Video Digitale Hochschullehre, 7 Beobachtungen. Sie sehen, ich setze das regelmäßig in PowerPoint und ich verwende hier die 16:9 Vorlage aus dem CD der TU Dresden. Der erste Schritt ist, dass Sie weder eine PDF noch eine PowerPoint im Web-CMS einbetten können. Sie können nur Bilder einbetten. Dafür bietet Ihnen aber PowerPoint eine Möglichkeit, und Sie können diese Bilder speichern unter diese Präsentation als Bild speichern. Und zwar haben Sie die Möglichkeit, entweder JPEGs abzulegen oder PNGs. Ich empfehle Ihnen, PNGs zu wählen, denn hier sind die Kompressionsraten weit besser als bei JPEGs. Allerdings sind die Dateien auch größer. Entscheiden Sie also von Fall zu Fall, was hier für Sie notwendig ist. Wir speichern jetzt also diese Präsentation als PNG, und zwar alle Folien, und haben dann in dem Ordner, Moment, da sind wir, Digitaltag, die entsprechenden Bilder bereits hinterlegt. Ja, das heißt, diese Präsentation ist jetzt als Bilddatei vorhanden. Das Zweite, was wir machen müssen, ist, dass wir ein entsprechendes Audio-File haben. Das ist jetzt für mich relativ einfach, da ich das Video hier im PowerDirector eingestellt, sehen Sie das, aufgezeichnet habe mit Streamlabs OBS, und jedes Videoschnittprogramm ist in der Lage, aus einem Videofile ein entsprechendes Soundfile zu generieren. Und hier in PowerDirector hätte ich die Möglichkeit, entweder ein WAV-File aufzuzeichnen oder ein MVE, also ein MPEG-Container, also ein AAC-Audio-File in einem MPEG-Container. Ich entscheide mich jetzt aber hier für die Produktion eines WAV-Files. Das führe ich jetzt hier nicht vor. Sie müssen aber so oder so noch in den MPEG-Container, und idealerweise bietet sich dafür ein MP3-File an. Der nächste Schritt wäre jetzt die Produktion dieses MP3-Files, das Sie entweder direkt in Audacity übernehmen können oder die Konvertierung meines WAV-Files, das ich jetzt hier schon mal eingeladen habe, in ein MP3-File. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, dass es sich dabei um den. Mein Name ist Alexander Lasch, ich bin Universitätsprofessor an der Technischen Universität in Dresden. Also, es handelt sich dabei um die Audiospur des Videos, das ich aufgezeichnet habe. Und jetzt greife ich kurz vor. Ich würde das Ganze als MP3 exportieren, und zwar mit einer Datenrate von 128 Kbits. Das ist die Empfehlung, die das Team an der TU Dresden für die Audio-Files ausgibt, und ich würde es jetzt bei dem Namen auch belassen. Produce 1 MP3, speichern das Ganze ab. Sie können hier noch unterschiedliche Tags vorgeben und das Urheberrecht. Also, wenn ich darauf jetzt Wert legen würde, dann würde ich hier noch den Namen angeben und die Creative Commons Lizenz. Das tue ich jetzt alles nicht. Und während das Audio-File konvertiert, können wir einmal auf die Website der TU Dresden springen,
Und zwar, ich verwende jetzt hier meine, die Seite unserer Professur, die wir hier angelegt haben mit einem dahinter geschalteten Blog. Und wenn Sie eine Seite anlegen in diesem Web-CMS, ist es hier erforderlich, dass Sie nicht von der Struktur her denken, sondern dass Ihnen immer empfohlen sei, zuerst von den Inhalten her zu denken und die Inhaltsseiten und die Boxen dafür entsprechend anzulegen. Und genau das werden wir jetzt tun. Also wir gehen zunächst erst einmal auf unseren Ressourcenordner. Und in diesem Ressourcenordner sehen Sie die zwei zentralen Dinge, die wir jetzt brauchen, nämlich erstens Bilder und zweitens eine sogenannte Inhaltsbox. Und ich fange jetzt mal mit den Bildern an. Und würde jetzt, Sie sehen hier eine Menge Einzelbilder, würde jetzt hier hinzufügen einen Bilderordner. Den nenne ich digitale Lehre 001 und speichere diesen Ordner und würde jetzt in den Ordner die Bilder hochladen aus der Präsentation, die ich gerade angefertigt habe. Sie sehen schon, da kommt das Audio-File gleich hinterher. Das ist jetzt fertig und diese PNGs würde ich jetzt einstellen und hochladen. Ganz kurz, weil ich das jetzt wahrscheinlich nicht in Gänze vorführen kann. Der Alternativ Text ist ideal, um eine barrierefreie Bildbeschreibung unterzubringen. Das würde ich jetzt auslassen. Wäre ein weiterer Vorteil gegenüber der Integration von anderen Files, sondern ich würde jetzt hier tatsächlich barrierefreier Alternativtext, um Ihnen das zumindest in Erinnerung zu halten. Ja, also barrierefreier Alternativtext 004, dann hätten wir hier die 005, also wir können das jetzt mal abkürzen, um Ihnen das in Erinnerung zu halten, dass Sie hier eine barrierefreie Bildbeschreibung integrieren können. Das wäre jetzt die Präsentation. Wir starten den Upload und dann sollten die Bilder für die Präsentation dieses Files schon zur Verfügung stehen. Sie sehen, das geht auch relativ zügig und ist an und für sich glücklicherweise selbsterklärend. Damit hätten wir den ersten Schritt, die Bilder. Jetzt gehen wir noch einmal zurück auf unsere Ressourcen und jetzt brauchen wir nicht nur Bilder, sondern wir brauchen auch ein Audio-File. Und das würde ich Ihnen ganz gern zeigen, wie Sie da jetzt vorgehen. Das heißt, es wäre eine neue, das wäre die Audiobox. Und in dieser Audiobox die würden wir jetzt bezeichnen mit digitale Lehre. Müsste ich jetzt mal so belassen, denn ich habe die probeweise schon mal voreingestellt und noch nicht wieder gelöscht. Und jetzt das Entscheidende, was Sie hier sehen, Sie haben eine maximale Größe von 90 MB für Ihr Audio-File. Mein Audio-File, und deswegen wird auch eine Bitrate von 128 empfohlen, damit die Datei entsprechend klein bleibt. Ich stelle mal jetzt hier um auf die normale Dateiansicht und Sie sehen, mein MP3-File liegt bei 18 Megabyte. In der Vorbereitung des Ganzen hatte ich noch ein Audio-File mit einer 256er Bitrate aufgezeichnet. Da sehen Sie, da ist die Datei schon doppelt so groß. Sie sollten also, was rechnerisch erwartbar ist, Sie sollten also gut überlegen, in welchen Konvertierungsstufen Sie bestimmte Inhalte anbieten. 128er Bitrate ist für gesprochene Sprache aber vollkommen ausreichend. So, jetzt wählen wir entsprechend die Datei aus und ich würde die 128er jetzt nehmen an der Stelle. Würde den Download erlauben, das heißt, dass man auch das MP3-File mitnehmen kann. Und jetzt hier haben wir eine Audiotranskription, die wir integrieren könnten. Barrierefreie Audiotranskription, die ich jetzt hier nicht für Illustrationszwecke mit anlege, aber den Platzhalter zumindest würde ich dafür reservieren.
Und das Ganze steht unter CC BY 4.0 Alexander Lasch als Creative Commons Lizenz 4.0 international. Würde das Ganze speichern, das wird jetzt ein wenig dauern, da das MP3-File mit 18 Megabyte auch nicht gerade klein ist. Also werden Sie hier bitte nicht unruhig. Die Routine lädt nur das Audio-File. Genau, jetzt ist das Ganze abgeschlossen und ich spiele es Ihnen jetzt mal vor. Mein Name ist Alexander Lasch, ich bin Universitätsprofessor an der Technischen Universität in Dresden und mein Forschung. So, also das ist das Audio-File, das wir aus dem Video generiert haben, aus WAV in MP3 konvertierten und jetzt als MP3 in die Audiobox geladen haben, die im Übrigen optisch sehr, sehr ansprechend ist. Das heißt, wir haben hier die normalen Steuerungsmöglichkeiten für das Audio-File. Wir sehen tatsächlich, wie die Audiobox benannt ist. Das heißt, wir können es auch entsprechend bezeichnen. Wir haben hier das Copyright, die Copyright-Einbindung, die sehr gelungen ist. Man kann das MP3-File laden und später zum Beispiel in einem Offline-Kontext noch einmal wiederholen. Und man hat die Möglichkeit, sich die Audiotranskription anzuzeigen. Und diese wäre jetzt hier sichtbar. Leider ist es so, dass mir jetzt die Zeit fehlt, für dieses Video oder für dieses Audio-File eine Transkription anzulegen. Also das heißt, hier bleiben wir hinter den Ansprüchen von Barrierefreiheit zurück. Gut, wir haben jetzt die Bilder und wir haben das Audio-File und gehen jetzt auf die Hauptseite zurück. Ich würde diese Testseite einbetten im Bereich Studium und würde jetzt hier einen neuen Inhalt hinzufügen, nämlich eine neue Inhaltsseite und würde diese Inhaltsseite nennen Testpräsentation digitale Lehre und Hauptsprache ist Deutsch, Kurzbeschreibung, das ist eine Testseite für die Integration der Audiobox. So, jetzt geht es natürlich darum, wie können wir die Bilder einbetten in eine entsprechende Box. Ich würde jetzt hier mal auf die Ressourcen gehen und eine entsprechende Box anlegen. Und zwar sehen wir hier eine, die digitale Lehre, die wir löschen können. Sind für die Bearbeitung gesperrt, ja, das soll mir auch recht sein. Moment. Ja, sei es drum. Und wir würden hier eine Bildergalerie-Box hinzufügen. Die ganze nennen wir digitale Lehre vor und zwar Slides. So auch. Und jetzt können wir hier einen Ordner aussuchen mit den Bildern, die in der Galerie angezeigt werden sollen. Und wir würden hier den Ordner digitale Lehre verwenden und das Ganze speichern. In der Hoffnung, dass das entsprechend integriert wird. Wunderbar, damit ist die Galeriebox gespeichert. Und wir können jetzt auf einer Inhaltsseite Testpräsentation digitale Lehre unsere Boxen entsprechend einbetten und ich gehe jetzt mal zunächst auf die Bilderbox, auf die Galerie und da haben wir sie, die würden wir jetzt erstmal einbetten. Das wäre die erste und Sie sehen schon das Ganze in der, hoffentlich in der Reihenfolge, wie wir uns das vorgestellt haben, ansonsten müssten wir die noch einmal neu sortieren und als zweites betten wir ein die Audiobox. Moment, die Audiobox digitale Lehre, das ist die gewesen.
Sie ein, testen Sie vielleicht mal ganz kurz an, sind im Editor deaktiviert, wir speichern das und schalten den Status auf Veröffentlichen und sehen uns jetzt das Ganze einmal in Ruhe an. Moment, ja, wir sollten vielleicht die Bilder noch umbenennen. Das werden wir mal ganz kurz noch tun, das war erwartbar. Indem wir auf die Ressourcen gehen. Inhalte. Ressourcen. Bilder. Digitale Lehre. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch die Bilder entsprechend umsortieren. Das ist ein bisschen mühselig, das könnte auch von selbst anhand der Namen erfolgen, das wäre etwas hilfreicher. 5, 6, 7, 8. Damit sollten wir es eigentlich haben. Ich teste es nochmal aus, digitale Lehre 8. Jetzt gehen wir nochmal auf die Bilder. Digitale Lehre. Wunderbar. Und damit sollte an und für sich, jetzt logge ich mich mal an der Stelle aus, schaue, ob ich im Studium die Seite aufgeschaltet habe, da ist sie, ich logge mich aus und bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird und gehe in die offizielle, auf die offizielle Seite, auf Studium. Die Testpräsentation zur digitalen Lehre, da sehen Sie sie. Und da ist unser Vortrag, den wir gerade uns angeschaut haben. Und ich gehe jetzt mal von Anfang an durch. Mein Name ist Alexander Lasch, ich bin Universitätsprofessor an der Technischen Universität in Dresden und mein Forschungsschwerpunkt ist die deutsche Sprache in Gegenwart und Geschichte. Ich bin also Sprachwissenschaftler oder germanistischer Linguist oder einfach nur Linguist. Außerdem bin ich Studiendekan an der Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften und als solcher für die Studiengangsentwicklung und allgemeinen Fragen des Studiums betreffend verantwortlich. Ich hatte in den letzten Wochen und Monaten Gelegenheit an der... So, Sie sehen also, das ist eine ganz einfache und sehr, sehr gute Möglichkeit, um Präsentationen ins Netz zu bringen und gleichzeitig sie auf so abzusichern und zu stabilisieren, dass sie natürlich nicht von allen Genutzten mitgenutzt und nachgenutzt werden kann, wenn sie darauf Wert legen. Und ein großer Vorteil dieser Bilder ist auch, dass er, wenn Sie das vermeiden möchten, dass jemand diese Sachen weiter nutzt, dass Sie dann natürlich auch nicht via Copy and Paste aus einem PDF heraus weiter verwendbar sind. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie Sie eine Präsentation in das Web-CMS der TU Dresden einbetten können. Und das funktioniert über sogenannte iFrames, das heißt Fenster, die Sie anlegen, um Quellcode von außen in die Seite einzubetten. Dafür bräuchten Sie aber einen Hosting-Service, der Ihnen die Präsentation von Material zur Verfügung stellt. Das kann ein SharePoint sein oder ein Cloud Store über Microsoft. Ganz verwegene Menschen nutzen das G Drive von Google, um Präsentationen zu zeigen. Das heißt, das wäre eine zweite Möglichkeit, aber ich will es erstmal heute dabei belassen und hoffe, Sie erkennen den Wert und Nutzen dieser Präsentationsform für Ihre eigene Arbeit. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn der ein oder die andere das als Anregung mitnimmt und in der Umsetzung versucht, eine solche Präsentation online zu stellen. Richten Sie gern Fragen an mich, die sich möglicherweise einstellen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie selbst mit diesem Tool, mit den Möglichkeiten experimentieren. Wie gesagt, das ist tatsächlich eine tolle Möglichkeit, um barrierefreie Kommunikation, die Möglichkeiten barrierefreie Kommunikation zu verbessern. Und auch für die digitale Hochschullehre bieten sich hier zahlreiche Anknüpfungspunkte. In diesem Sinne bin ich Ihr Alexander Lasch und auf ganz bald.